Kann auch. Das bleibt immer wieder strange. Aber es ist das Video in Arbeit, beziehungsweise wenn ich irgendwann das hochlade, ist es fertig. Yay! Das mit den 2 Wochen schaffe ich sowas mal nicht mehr. Okay, ich habe gerade ein paar Tage frei und nutze die mit dafür und gefühlt 50 andere Sachen, aber das ist mein Problem. Egal. Es gibt sozusagen wieder neues Papier auf dem Markt. Was auch immer knistert, hör auf damit. Das triggert. Und ich habe denen halt einfach eine E-Mail geschrieben, dass ich auch gern ein Testpack hätte zum... Ihr werdet das sehr wahrscheinlich nicht auf der Datei haben. Eine E-Mail geschrieben, dass ich das Ding auch ausprobieren. Ich krieg gleich einen Anfall. Ausprobieren will. Und ja, sie haben es mir zugeschickt. Und dafür habe ich jetzt... Und das wären alles Fanarts. Zum kleinen Aufbau des Videos. Ich werde zuerst, also ihr seht dann einfach ein Smeepaint, wie ich das jeweils in Gelightnut Color. Und ich werde dann ein Voice-Over drauf machen, wo ich zuerst drüber rede, was mir beim Papier aufgefallen ist. Und dann als zweites werde ich ein bisschen fangirlen. Ich versuche das Ganze auch noch visuell darzustellen mit einem Klecks, von wegen Fazit, jetzt Fangirling oder so. Dass wenn halt nur das Fazit einen juckt, dass man halt nur das guckt, ne? Und ich habe es jetzt vorbereitet die letzten Tage. Einmal das Machka-Papier. Ja, ihr seht es gleich besser. Das Sketch-Ding und nicht wundern wegen den Zeilen hier, die ihr zwar gerade gar nicht seht, aber scheiß drauf. Ich hatte nebenbei im Videolauf und habe mir so Timecodes geschrieben, wann ich was sehe wegen Detailaufnahmen. Vor allem wegen Color dann später. Und noch das. Und dann gab es spontan noch ein Bonus-Ding, weil hier hast du 4 Dinger drin. Das erste war das Marker, das zweite, was ich gezeigt habe, war für Skizzen, beziehungsweise ich werde es mit Puntis ausprobieren. Das wird ja eigentlich glatt bei Skizzenpapier. Und das gerade eben, das letzte war Aquarell. Und dann gibt es noch ein Mixed Media. Da habe ich mich spontan noch für entschieden. Und mein kleines Pferdebuch rausgekommen. Yay! Und ganz viel anderer Schrott werdet ihr jetzt hören. Oh Gott, ich muss erstmal vorab statt am Ende. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und einen Kommentar da lassen könntet. Like ist irgendwas wegen Algorithmus, aber ehrlich gesagt glückt er mich herzlich wenig erstmal, weil ich keine Kohle damit verdiene und auch nicht verdienen will. Beziehungsweise nicht als Hauptberuf. Wenn irgendwann mal ein Sponsoring mit Zeichenfirmen zusammenkäme, das wäre extrem geil, aber ich bin erstmal froh, wenn 2, 3 Leute regelmäßig kommentieren würden. Also fühlt euch frei, euren Senf abzugeben. Nur bitte kein unnötiges Rumgebitsche. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr zum Beispiel auch das Testding da angefragt habt und bekommen habt, sehr wahrscheinlich, wie ihr es fandet. Es ist das Luma Art Papier. Wow! Fangen wir mit dem ersten und wichtigsten Papier für mich an. Ich liebe nun mal meine Marker und für Buntstifte auf, also reines Buntstiftbild bin ich zu voll. Es kommt normal und Aquarell wird langsam, aber es kommt nicht an die Copics ran. Egal. Ich hatte jetzt keine direkte Erwartungshaltung. Es sah an sich gut aus, war schön glatt und eine schöne, angenehme Stärke. Aber ich habe mich irgendwo schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass es schief gehen könnte. Aber es gibt grünes Licht für das Papier. Es ist nicht schlecht. Und 10 Euro für 40 Blätter, also 40 DIN A4 Blätter, ist im Verhältnis echt ein Witz. Also ich meine, ich habe die Hälfte der Blätter drin und zahle ungefähr denselben Preis. Im Prinzip ist das, glaube ich, das billigste Markerpapier, was es derzeit
gibt. Also vor allen Dingen auch für die Stärke. Aber was das Blenden belangt, was ja dann später, ich finde, was man am deutlichsten bei Yang Xiaka, also Blondschopf, sieht, da bin ich nicht ganz so überzeugt. Wenn ihr jetzt aber mit Copics anfängt, denke ich mal, oder allgemein mit Alkoholmarkern, muss ja nicht direkt Copics sein, weil sie sind scheiße teuer. Denke ich mal, ist das ein guter Anfang, weil ihr müsst so echt nicht viel Geld für den Block ausgeben und der hält und hält und hält. Wenn ihr dann wieder sicher mit dem seid, dann schadet es ja auch nicht mal nach anderen Blöcken zu gucken. Aber ich denke mal, für den Anfang ist es ganz gut, wenn du da wirklich lange drauf rumprobieren kannst. Und spätestens, wenn der Block alle ist, weißt du dann, okay, entweder das Medium ist was für mich oder ist es nicht. Ich kann auch mit den Buntstiften, wie ihr seht, ganz gut arbeiten. Die Leine haben auch schön getrocknet. Und ja, an dich kann man da drauf arbeiten. Und ja, ich bin noch nicht, was das Blenden belangt, ganz überzeugt, weil ich finde, dass das die Farben einen Ticken zu schnell getrocknen lassen hat. Aber ansonsten, grünes Licht. Und nun wird es Zeit, dass ich ein bisschen fangirlen kann. Diese beiden Charaktere, meine persönlichen Queens, Nora und Yang, gehören zu der wunderbaren Webserie Ruby, RWBY. Aber du sprichst es halt wie den Teamleader Ruby, RUBY aus. Ja. Sie ist 3D animiert, aber man merkt trotzdem oft genug, dass sie halt von Anime inspiriert ist. Und wenn jetzt irgendjemand rumdiskutieren will, das ist kein Anime aus. Das ist jedem sein persönlicher Schwachsinn, wie er es nennt. Ich persönlich verstehe es nicht, warum immer diese unnötigen Diskussionen ausbrechen. Ich meine, den Japanern ist es auch scheißegal, was in der Glotze läuft, solange es animiert ist, ist es Anime. Warum dann wir Deutschen wieder so klugscheißerisch sein müssen, von wegen, nee, das kommt nicht aus dem Land. Okay, Entschuldigung. Ich wollte das nur gleich mal vorab sagen, weil mich nervt das ein bisschen. Also, es ist wie gesagt 3D animiert, also mit 3D-Models, Surprise. Und was die Serie wohl am meisten ausmacht, sind ihre Kämpfe. Ich persönlich liebe ja alle. Aber es kommt halt immer drauf an. Also, die meisten sind eigentlich maximal immer 3 Minuten lang. Ist eher selten, dass die länger dauern. Dann ist es aber eher meistens so, dass sich sozusagen die Kontrahenten so ein bisschen abklatschen. Also zuerst das Team und dann springt der eine rein. Aber der Grund, warum ich mich so in die Serie verliebt habe, sind die Charaktere. Du hast wirklich sehr viele Charaktere, Surprise. Und ich liebe einfach fast alle, aber gefühlt jeden zweiten wirklich. Für mich sind sie einfach authentisch, weil es ganz gut abgewogen ist zwischen den guten und schlechten Sachen. Und dann halt auch immer wieder so kleine Gimmicks kommen, die den Charakter für mich realistisch machen. Sei es das einfach nur ein missbilligendes Kopfschütteln, wenn jemand weggeht und so denkt, ja, jetzt habe ich die Person in der Falle. Oder ein genervtes Seufzer zwischendurch. Halt immer wieder kleine Easter Eggs so mit dem Spruch verknüpft. So, für mich gehört das zum Fanservice irgendwo mit dazu. Ich meine, Fanservice müssen nicht nur Arsch und Titten sein. Auch wenn das immer nur alle im Kopf haben. Es gibt auch gutes Fanservice. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und die zwei sind einfach so badass. Während Nora links, ja, ich muss immer bei links und rechts überlegen, tut mir leid, links total hyperaktiv ist, was total ja auch ihre Resemblance, ihrer Fähigkeit zu verdanken ist, ist Ying so ein dezentes Mannsvibe und lässt nur ab und zu mal ein bisschen girly raushängen, aber sie ist auch eine so fürsorgliche Schwester und eine Mutti und eine Queen und einfach nur so badass im Kampf. Oh mein Gott. Ich bewundere ja ehrlich gesagt ihre mentale und körperliche Stärke. Da ist sie für mich echt so ein dezentes Vorbild. Und bei Nora bewundere ich vor allen Dingen einfach ihre unbegrenzte Positivität. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich meine, Ruby hat zwar auch sehr viel Optimismus,
aber mir fehlt. Also sie bauen langsam die Substanz ihres Charakters auf. Aber bei Nora ist es halt schon von Anfang an da. Und auch, wenn ich zugeben muss, würde ich sie im echten Leben neben mir haben, würde ich ihr vermutlich auch gefühlt alle 2 Minuten eine klatschen wollen, weil es mir auch besser geht. Aber so als Charakter in der Serie liebe ich sie abgöttisch. Oh mein Gott, es macht so Spaß, ihr zuzusehen. Aha! Und dann halt einfach so am Anfang der Serie sieht alles so glücklich aus und einfach nur so, ja, kämpfen macht Spaß, Dicker, mach mal weiter, das ist voll cool und guck mal, da sind auch noch andere coole Leute und die Waffen und. Und dann kommt auf einmal Season 3 und der ganze andere Zeug. Und der Field Strain beginnt. Hassliebe. Also, meine Hassliebe zu Drama. Ich liebe Drama, aber es tut auch immer wieder so weh, bestimmte Szenen zu gucken. Also, für mich war ja zum Beispiel Season 4. Ja, Season 4 war für mich richtig schlimm, weil meine Queen Yang, sie war mental wirklich richtig am Arsch. Du hast sie gar nicht mehr lächeln sehen oder so ein Kack. Und das tat weh, weil. So ist sie nicht. Eigentlich kann sie immer hochgucken, aber da hat sie gefühlt nur den Boden angestarrt. Und das tat weh. Aber es ist auch wichtig zu Ex-Charakter. Oh mein Gott. Okay, ich habe sehr allgemein geredet, aber wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, bitte guckt die Serie. Sie ist so gut. Aber ja, ihr Erscheinungsbild ändert sich mit der Zeit, weil. Sie muss natürlich auch von null anfangen und aber die Serie wird besser. Optisch, wie storytechnisch, meiner Meinung nach. Von den Story, oh mein Gott. Und ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Okay, ich komme nicht mehr drauf was, aber bitte guckt euch mal ein paar Ausschnitte der Serie an und entscheidet dann, ob ihr dem vielleicht einen Try geben wollt. Ich persönlich gucke mir zum Beispiel auch ganz gern Gesprächsausschnitte mal an. So, especially der zwischen Raven und Crow. Sie dissen sich in jedem fucking Satz. Geschwisterliebe, 100%. Ich würde gern positiv klingen, aber ihr werdet in wenigen Momenten dann meinen kleinen Rant hören. Also Spoiler von weg. Nein, das gibt keinen grünen Haken. Ich bin nicht zufrieden damit und würde es auch nicht empfehlen. Aber gerade Aquarellpapier ist echt so eine Sache, wie man arbeitet und teilweise auch vom Stil angelegt. Also wenn du eher simpler arbeitest, könnte mattes Papier eher dein Fall sein als bei mir, ich kleine Detailschlampe. Ja. Thank you.
Okay, es tut mir leid, aber vom Aquarellblatt bin ich auf jeden Fall nicht begeistert. Um das einfach mal kurz wiederzuhalten. Also den Block nutze ich derzeit für Aquarell, wenn ich Bock drauf habe. Das ist der Canson Molinduru Hot Pressed. Deswegen hat er so eine wirklich glatte Oberfläche. Und das ist eben das Aquarellpapier von Luma Art Papier. Und es ist wie üblich eher ein Cold Press Papier. Dadurch hast du halt diese Noppen hier. Der Grund, warum vorwiegend Cold Press empfohlen wird, ist, weil dort mehr Wasser gelagert werden kann, sozusagen, ohne dass das Blatt sofort welkt, was halt beschissen ist zum Weiterarbeiten und einfach unästhetisch am Ende, wenn du fertig bist. Praktisch aber finde ich, ich meine, guckt euch das hier an. Ich habe genau gleich gearbeitet. Ich habe hier sogar, wo die Farbe noch nass war, bin ich reingegangen und das hat alles einen sauberen Übergang und die Farben strahlen auch schön, finde ich. Während hier alles so fleckig-speckig ist. Hier konnte ich zum Teil noch die Schicht fast komplett ablösen. Dann hat man hier diesen ekelhaften Rand. Also es hat sich richtig beschissen verblenden lassen, wenn auch gefühlt gar nicht. Und ich habe jetzt schon einen Anfall bekommen. Und das waren nur zwei Farben. Ich habe gerade mal mit der Haut angefangen. Also ich meine, wenn ihr euch diesen Unterschied hier ansieht, hier so schöner Übergang. Ich kann nass in trocken, trocken in nass, nass in nass, trocken in trocken arbeiten ohne Probleme, weil hier irgendwie ist es total fleckig und speckig schauen. Die Farben, finde ich, sehen auch aus wie. Verzeihung, aber es tut mir echt leid, liebe Firma, aber ich finde richtig schlimm gerade hier der Hautton. Ich meine, guckt euch das an, das ist irgendwie so ein komisches. Ich weiß nicht, es sieht aus, als hätte man einen Graufilter darüber gelegt. Zumindest kommt es mir so vor. Und ich bin gerade echt enttäuscht. Also, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man Liquide nimmt, also die flüssigen Wasserfarben, ob es vielleicht dadurch besser funktioniert. Aber für mich, für meinen Teil, ist es komplett durchgerauscht, weil es einfach bescheiden arbeitet. Zumindest so, wie ich mit Aquarell arbeite. Ich weiß nicht, wie bei euch das Fazit ausfiel, aber ich für meinen Teil bin gerade richtig heftig enttäuscht. Zum Teil ein bisschen deprimiert, wenn ich mir einfach das angucke. Also das lässt gerade wieder alle Zweifel an Aquarell bei mir hochkommen. Und dann gucke ich das an und bin wieder beruhigt. Also es tut mir leid, dieses Papier hat einfach nur richtig hingeschissen. Es tut mir wirklich leid, aber absolutes Nob. Auf geht's, der Hoffnungsschimmer Nummer 3. Und ja, ich mag es auch. Wobei ich sagen muss, ich habe da einen kleinen Hinweis, keine Ahnung. Ich gehöre jedenfalls zu denen, die aus Prinzip erstmal dünnes Papier hassen und es ist nun mal dünn, aber es ist auch nur Skizzenpapier. Die meisten sketchen halt wirklich nur da drauf. Nur mir war das zu langweilig. Ich habe halt dann mal mit Buntis mal wieder was ausgearbeitet. Ja, man kann drauf arbeiten. Also die Buntstifte sind so ein gesundes Mittelmaß zwischen, ich gebe zwar ein bisschen mehr aus, aber auch nicht so scheiße viel, wie du bei Buntstiften auch ausgeben kannst. Aber es ist jetzt auch nicht der letzte Rotz aus einem 1-Euro-Laden. Und es funktioniert. Ist es vermutlich schlauer, andersrum zu schichten, also von dunkel zu hell zu gehen, aber ich persönlich muss einfach immer andersrum arbeiten beim Schattieren, weil ich mit der Zeit mein Gefühl für die Atmosphäre bekomme. Man sieht es halt ganz gut bei der Haut, so bei leichteren, also bei helleren Farben ist kein Ding. Aber bei ihren Haaren dann später kommt das Lila nur wenig durch. Also wenn, da muss ich wirklich raufdrücken. Aber ich finde es am Ende trotzdem gelungen.
Und ja, ihr Braunton vom Stoff ist jetzt nicht so die wahre Wonne, aber ich finde es trotzdem ansehnlich. Denn mein Problem mit dünnem Papier ist einfach, ich schaffe es immer beim Wegradieren, nachdem ich geleint habe, das Papier entweder nur zu knicken oder, was ich auch schon schaffe, selbst in einem verfickten Skizzenbuch, aus Versehen das Papier einzureißen. Freude! Das braucht man. Aber an sich, man kann natürlich drauf arbeiten. Also, ich glaube, ich brauche es nicht sagen, aber ich mache es jetzt einfach mal der Zeit halber. Nein, Aquarell oder Marker nicht, aber du kannst natürlich auch mit Buntstiften drauf arbeiten. Ist jetzt nicht das schlimmste Papier. Nur zum Rumprobieren würde ich sagen, do it. Absolut nichts dagegen zu sagen. Gut, also wenn ihr jetzt diejenige nicht erkannt habt, es würde mich wundern, ehrlich zu sein, weil der Anime jetzt nun echt nicht unbekannt ist. Es ist Fairy Tail. Und es ist Titania alias Ersa. Ich liebe sie seit Sekunde 1. Sie ist halt auch wieder so ein kleines Mannsweib und Badass und ha. Und dann hast du halt diese kleine süße kindliche Seite. Was manche nervt, aber ich finde es irgendwie voll süß, weil es ist halt auch normal. Sie ist größtenteils halt wirklich erwachsen und vor allen Dingen die Anführerin eigentlich auch. Und ja, jeder hat Respekt vor ihr. Jeder weiß, man sollte sie nicht aus Versehen reizen. Sie ist einfach nur eine Queen. Was soll ich dazu sagen? Wobei mir gerade was anderes einfällt. Ich habe zuerst, wollte ich von Lucy eins ihrer Star Dresses zeichnen, aber dann hatte ich keine Lust auf blonde Haare. Und ich wusste auch nicht so wirklich, welches Design ich dann nehmen sollte, weil ich so ein paar mag und keine Ahnung. Aber wenn wir gerade schon bei ihr sind, ich finde es echt erstaunlich, was Mashima aus ihr gemacht hat, weil am Anfang fand ich sie einfach so ein bisschen nervig und unnötig, aber inzwischen muss ich sagen, liebe ich sie ja ein bisschen. Er hat echt aus ihrem Charakter irgendwie im Laufe der Zeit nochmal alles rausgeholt, was ging. Ich weiß echt nicht mehr, ab welchem Punkt ich sie genau mochte, aber ich habe es relativ spät erst gemerkt. Und das ist definitiv ein gutes Zeichen, dass du es schaffst, den Charakter so wachsen zu lassen, dass es natürlich ist, ohne dass es direkt ins Auge fällt. Höchstens, wenn ein anderer Charakter sagt, ach, das magst du auf einmal, oder sich zurückerinnert, ach, früher hätte sie, er, sie, es das ja nie getan, oder. Also ja, ist auf jeden Fall sehr erstaunlich, was er noch aus ihr gemacht hat, muss ich sagen. Auch wenn ihre Titten immer noch zu viel des Guten sind. Es ist so, bei manchen Outfits denkst du dir auch so, why? Aber gut. Ja, das ist dann wieder ein bisschen schlechter Fanservice, aber Fairy Tail hat auch guten Fanservice. Und er ist aber Queen. Thank you.
Ich weiß nicht. Also ich würde, weil das ja Mixed Media ist, werde ich gleich noch kurz einen kleinen Part mit meinen Copics ausprobieren, wie das da so blendtechnisch funktioniert, auch wenn es bestimmt beschissen saugen wird. Aber zumindest versuche ich es halt, ob es da klappt. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Fail-Erlebnis mit dem eigentlich für Aquarell gedachten Papier schon meine Motivation dem hier gegenüber so hart gehemmt hat, aber irgendwie ist es zäh. Also irgendwie kann ich die Pigmente zu sehr rumschieben, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht begeistert. I'm sorry. Also, wenn. Mixed Media ist ja schwer, weil es eigentlich am besten für alle Medien funktionieren sollen, wobei Copic und Aquarell genau gegensätzlich fungiert. Während du bei Aquarell gefühlt 10 Tonnen Wasser raufkippen sollst, ohne dass es auch nur ansatzweise wellt oder allgemein rumzickt, willst du ja bei Copic, dass es am besten nur so ein Husterchen von Pigmenten aufnimmt, damit dein Stift so lange wie möglich hält. Das in einem Papier zu kombinieren, ist abartig. Und irgendwie hat Acryl auch so seine eigenen Papiermarotten. Ist nicht ganz wie Aquarell, aber. Ach Gott, das Papier ist so eine Wissenschaft für sich, Alter. Und Mixed Media hat sich da wirklich ein sehr, sehr schweres Terrain ausgesucht. Aber ganz ehrlich, ihre Fresse sieht aus. Um das mal besser zu zeigen. Ihre Fresse sieht aus wie ein heftiger Sonnenbrand. Zwar in Pink statt in Rot, aber das macht es nicht besser. Und ich weiß nicht, irgendwie. Na. Also ich gebe zu, ich habe diesmal das Bösner-Hautfarben-Ding zum Grundieren genommen, statt das von, ich glaube, Lukas.
Ja, ich nutze unglaublich gern Lukas Aquarellfarbe. Aber auch wenn es zugegebenermaßen ein bisschen mehr Probleme gibt als das andere, du kannst damit arbeiten. Ich habe das schon bei dem anderen anderen Aquarell-Artwork und dem Papier gemacht. Es klappt. Es ist ein bisschen nerviger, aber es klappt. Nur hier ist wieder so. Also ich würde ja eigentlich ganz gern was Gutes sagen zu dem Papier oder zumindest positiver dem gegenüberstehen. Ich denke mal schon, dass zum Teil einfach wegen dieser Fehlerfahrung mit dem Aquarellpapier. Ja, nein. Ich probiere jetzt wie gesagt noch die Copics aus, ob das da halbwegs funktioniert, auch wenn ich nicht wirklich dem so eine positive Erwartungshaltung habe, aber I try. I just try. Vor allem, wenn ich gerade dran denke, wie lange ich an dieser verfickten Skizze für dieses Vieh gesessen habe, weil ich kann keine Tiere und ich gebe zu, ich übe es extrem selten, aber I tried. Und ich finde, es sieht doch voll okay aus, außer dass der Kopf ein bisschen komisch ist, aber dafür wurde der Rest gut, weil Ref. Ja, es tut ein bisschen weh, wenn ich dran denke, wie lange ich in dieser verfickten Skizze gesessen habe. Es waren wirklich mehrere Stunden. Naja, aber sehen wir es so. Das Video ist gleich zu Ende. Und dann gibt es noch mal ein bisschen allgemeine Laberei. Ja, ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig schon mal vorab.